Gut, dann haben wir jetzt zwei Bündnisse. Dadurch ist übrigens auch unser anfängliches Vierer voll. Wir können aber tatsächlich noch zwei weitere gründen, weil wir eben entsprechend die Dings genommen haben. Die Dings, genau, die Dings, ihr wisst schon, die Dings. Die Frage wäre mal, haben wir eine Chance und ein Interesse, eventuell Venedig zu verbünden? Interessanterweise ist da jetzt irgendwie gar kein. Wann nimmst du die Bums? Den Satz verstehe ich nicht. Wirm. Wen unterstützt Kastilien? Sus. Ja, die werden kein Bündnis mit mir wollen. Nee, Venedig wäre halt eigentlich uninteressant, weil die teilen sich einen Rivalen mit mir. Lustigerweise wissen sie das offenbar nicht, weil normalerweise ist das hier doch integriert. Aber es ist nur Diprep und Meinung. Sollte ja nicht plus 20 sein für gemeinsame Rivalen? Oder dauert die jetzt ein bisschen, weil du jetzt die Dings genommen hast? Ich weiß immer nicht, was du meinst. Es tut mir leid. Also wir haben die obere Option genommen, die Basler Kompaktakten. Und da war der Text dabei, dass danach eben noch ein Event kommt, wo wir die Hussiten nehmen können. Darauf wollen wir hinaus. Vielleicht führt das zu irgendeiner Verdingsung. Ah! Es war so klar. Warum verbündest du dich mit den Rivalen deiner Verbündeten, du Dreckskerl, du Minderwertiger? Das ist ein Riesenproblem, weil ich tatsächlich jetzt nicht weiß, wie ich aus dieser Kiste rauskomme. Das war natürlich klar, es durfte nicht anders sein. Wahrscheinlich kündigen sie mir jetzt das Bündnis auf. Haben sie höchstwahrscheinlich, aber sie sollen sich trotzdem nicht mit den Rivalen ihrer Verbündeten verbünden. Sachsen-Anhalt will eine Staatsehe. Ich habe extra kein Interesse daran. Ich kann nicht Kroatien Nausibien, die sind unter der PU, da macht Österreich genauso mit. Ich kann, wenn dann Bosnien Nausibien, wenn ich irgendwann mal keinen Regentschaftsrat mehr haben sollte. Wir behalten Neapel, sehr schön. Das ist, glaube ich, gar nicht so häufig. Ja, aber so wenig Kronland habe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das kommt bei viel weniger Kronland, was du meinst, Erdäpfelkraut. Das wollen wir eben verhindern, Pistor. Aber jetzt hat sich das wahrscheinlich erledigt. Außer wir PUen einfach Österreich, was wir natürlich auch tun könnten. Oder wir fallen eine PU. Erbfolgekrieg zwischen Österreich und Ungarn. Ah, wir sind ja noch jung. Und Österreich hat erstmal einen Anspruch auf unseren Thron. Danke dafür. Ah. Plus 70% Chance auf Nachfolger. Könnte sagen, es geht doch gar nicht ohne Frau, aber hey, EO4 sieht das nicht so eng. Was haben wir getan? Wir haben kaiserliche Ambitionen. Mindestens zwei Stimmen für mich als Kaiser. Kriegen 10 Prestige und 15 Jahre einen Diplomaten und Beziehungen verbessern. Lustigerweise stimme ich nicht für mich. Was hat das für Kaiser werden? Oh Gott, wir würden gerade echt Kaiser werden. Wer ist der und welches Event Erdäpfelkraut? Und das ist halt aktuell ein bisschen unsinnig, weil ich aktuell Beziehungen verbessern nicht brauche. Wahrscheinlich, bis ich Beziehungen verbessern brauche, ist das Event nicht mehr vorhanden, aber ich
Ich werde jetzt mal aktuell noch nicht anklicken. Wer weiß, vielleicht gibt es einen spannenderen Zeitpunkt dafür. Einen billigen Dip-Reparator. Warum nicht? Natürlich jetzt ein bisschen perfekt, dass der mit 225 kommt, wenn wir militärischen Fokus haben, aber ey, so eng ist das alles nicht. Das Polebrei, wenn die PU von Polen und Litauen. Mein großes Problem ist, dass ich wahrscheinlich keinen Krieg führen werden könne, weil kein Krieg sich anbieten wird. Ich habe doch schon einen neuen Herrscher, das Event kommt doch nicht mehr. Vielen Dank an Billigtastatur. Nee, aber sie macht das Event, glaube ich, noch nicht gehabt. Oh, ja stimmt, ich habe noch eine Waffenruhe mit euch, da war mal was. Da war mal was. Ist halt die Frage, wie viel man im Reich erobern will. Hab ich eigentlich einen Kardinal? Nein. Wäre auch irgendwie seltsam. In Ruduhori. Da muss man mal viel Entwicklung reinstecken. Hallo David. Noch 7 gegen Byzanz. Byzanz kurz vasalisieren. Osmanen töten. Könnte man machen. Das stimmt, ich hätte eine Agenda machen sollen. Ja. Aber ist egal. Kirchenstadt Meinung ist nicht verkehrt. Mal genau das. Wahrscheinlich kommt jetzt das Hussiten-Event und der Papst hasst mich instant. Stimmt, eigentlich bringt mir das gar nicht so viel, weil ich eigentlich nicht katholisch bleiben will, aber das ist auch schon wurscht. Wie sieht es denn hier mit dem Bündnis aus? Ich kann einer Ansieger beitreten, das halte ich von wahrscheinlich. Pause. Wir erhalten einen Thronfolger. Marie, Hochzeit unserer neue Kurfürstin, Jan Petras, unsere Nachfolger, Maria Michaela, auch in der Verbündeten. Olomitz. 3-2-2 ist es halt nicht optimal, um nicht zu sagen schlecht. Ist jetzt die Frage. Erdäpfelkraut schon dafür ist, dass mein Erben behält, dann ist bei einiges schief gelaufen. Ich glaube, Erdäpfelkraut bin wieder wegen irgendwelche Events gamen.
Wir brauchen einen Jagellon. Sie haben es getan. Wäre auch zu lustig gewesen, wenn sie das nicht getan hätten, gell? Wann darf ich euch annektieren? Ist das die normale 14... Was, was? 1454 doch. Er hat 5 Militär, er hat eine gute Chance, ein guter General zu sein. Zumindest nicht schlecht. Bei den Herrschern würde tatsächlich dieser Wert hier mit reinberechnet ins Würfeln. Weiß leider die Formel nur nicht mehr auswendig, aber es wird tatsächlich mit berücksichtigt. Polen kassiert alle seine Untertanen ein. Das hat ja nicht lange gehalten. Die Rückkehr der Hussiten. Die Versuche, den Religionsfrieden zwischen Hussiten und Katholiken durchzusetzen, sind trotz all unserer Bemühungen gescheitert. Georg von Podiebrad, der Führer der Hussiten, hat sein Heer aufgestellt und marschiert nun nach Prag. Er will sich zum König von Böhmen machen und für die hussitischen Anhänger die Religionsfreiheit sichern. Jan Hus kannte die Wahrheit. Der Herrscher und Thronfolger sterben. Hussiten ist nun die Staatsreligion. Wir kriegen Podiebrad mit 543 und einem starken Anspruch. Wir können den Glas den König, den Hus folgen, die Nation folgt Rom. Der aktuelle Herrscher stirbt, der Thronfolger stirbt. Was ist der Unterschied? Da wird die Religion von Böhmen nicht geändert. Ganz ehrlich, meine Habsburger werden nicht überleben. Weil ich will die Hussiten haben. Das ist der Sinn dieser Kampagne. Er stirbt sowieso in beiden Fällen. Er stirbt ja sowieso, Punkt. Ich meine, ich kann das hier nehmen, dann stirbt er nicht. Aber ich will ja hussitisch werden. Das ist ja der Sinn dieser Kampagne, wie gesagt. Das hier wird dann praktisch die... Die Variante, dann hat man, kriegt man hussitische Herrscher, aber die Nation würde nicht konvertieren. Ist auch eine interessante Variante. Wie ist das eigentlich? Ich habe keine Rebellenfraktion. Jetzt immer noch keine Unruhe. Ja, 0,0, verdammt. Nicht gereicht. Kurz Unruhe. Ja. Ja, das sind adlige Rebellen. Interessant. Ist natürlich die Frage, ob die nicht eventuell am Ende des Monats wechseln. Sollte übrigens mein Geld hochziehen. Natürlich darf der Missionar bezahlt werden.
Das Missionar nicht bezahlen machen Leute nur, um sich das Geld zu sparen. Das hat aber nichts damit zu tun, ob sie Rebellen umwandeln oder nicht. Sechsunddreißig, 44, 52. Das ist meine gesamte Entwicklung. 143. Das heißt, ich brauche auch wirklich Rebellen. Und die müssen tatsächlich noch Provinzen von mir konvertieren, wenn ich es nicht über Podebra mache. Bin natürlich gerade im Überlegen. Mein Erdäpfelkraut wird sich wahrscheinlich gerade die Haare raufen, dass ich das überhaupt überlege. Aber ich frage mich, ob ich die Option nicht einfach lustiger finde. Ist klar, warum man den Missionar reduziert. Ich habe nur gesagt, man muss ihn nicht reduzieren, um Rebellen zu bekommen. Aber dann habe ich einfach auch nur deine Aussage falsch verstanden. Man will ihn natürlich reduzieren, weil es geht ja um die Rebellen und nicht ums Konvertieren. In Braha und in Dings. Habe ich das nicht gerade gesagt, Nekton? Naja. Dann, also noch einen Monat kann ich es wahrscheinlich nicht halten, das Event. Was ist die andere Provinz? Brünn. Das sind 140, sind 1300. Dann machen wir doch Erdäpfelkraut die Freude. Also ich habe in meiner Kampagne ja einen Hus genommen, auch wenn es die etwas ineffizientere Variante ist. Gut. Das ist uns mal voll. Den Missionar brauchen wir nicht zahlen. Und kein Problem, Nekton. Wir haben lustigerweise passenderweise unsere Staatsagenda erfüllt. Kaufen wir uns ein bisschen Loyalität. Praha ist katholisch, wird nicht passieren. Das will ich nicht. Nehmen wir einfach das. Soll mir Herrscher sein. So, die können das belagern, aber aufgrund von Olmütz macht es keinen Unterschied. Ich lasse jetzt hier kurz meine Truppen sich ein bisschen erholen, bevor wir die in Prag töten. Die müssen nach Olmütz marschieren. Und dann können wir sie Stück für Stück töten. Dich brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, komm, dich kommt eh bald zurück. Da übrigens auch die Leute aus der Festung holen können, aber ich habe beschlossen, dass ich mir die Militärpunkte spare. Habe ich derselbe Podebra? Tatsächlich ein anderer Podebra mit anderen Stats, das ist eigentlich auch interessant. Ist zwar irgendwie sinnfrei, aber interessant. Prag können wir übrigens wieder ausschalten. Sollst doch, ja, du bist sogar schon fertig. Oh, direkt dabei, sehr schön. Okay. Moment. "72 Dukaten für 10 Loyalität. Eigentlich geht es mehr um die Dings, die man nicht verliert. Die Verstärkung ist da drin. 82. Passt schon.
Bauernkrieg habe ich jetzt nichts gesehen. Sie hatten irgendwie den großen Goldmangel als Event. Osmanen holt sich Byzanz. Waren die mit Serbien verbündet? Waren sie nicht? Doch, nee. Waren sie offenbar nicht, okay. Okay, dann. Also vielleicht habe ich mich auch verlesen, ist vollkommen möglich. Dann stehen wir jetzt wieder ohne irgendwas da. Nimm du deine Autonomie, weil es mir egal ist. Dann. Da wird es jetzt ein bisschen, bis die sich erheben werden. Schade, dass das keine hussitische Provinz da, wo die Autonomie hochgegangen ist. Das könnte ich jetzt verringern für Unruhe. Das können wir jetzt nehmen. Spricht eigentlich nicht wirklich was dagegen. Bräuchte eigentlich nur eine dritte Stimme zum Kaiser zu werden. Das könnte man sich tatsächlich überlegen, lustigerweise. Das würde Österreich halt schwächen. Warum ist da Brandenburg dabei? Kann mir seine Erklärung. Ah, ich habe die falsche Stadt geschaut. Okay, passt schon. Da habe ich gerade gedacht, Brandenburg würde auf der gegnerischen Seite mitmachen, aber passt. Ich kann die Autonomie nicht verringern, das habe ich doch gerade gesagt. In der katholischen Provinz verringere ich sie nicht, da habe ich kein Interesse an 10-10 Unruhe. So wichtig ist die Provinz nicht. Ich bin gerade auch überlegen, ob ich irgendein interessantes Kriegsziel finde. Ansonsten muss ich eh noch sehr viel Manpower erholen. Das ist halt die Frage, ob man eventuell wirklich einen losschickt, um Kaiser zu werden. Ich will mir Ungarn aber erobern. Ich will es nicht per Glück bekommen. Ich habe noch zwei freie Diplo-Slots. Wenn ich euch irgendwann mal Interesse an einem Bündnis geäußert? Nö. Aber mir ist mal aufgefallen, dass wir einen gemeinsamen Rivalen haben. Das ist ja schon mal etwas. Warum eigentlich nicht zu viel? Bei Beziehungen plus 40, okay. Ja, das Bündnis mit Österreich ist zwar nicht wirklich unerwartet, aber leider ein Problem. Wie alt ist denn der Kaiser? 33, also ist nicht direkt alt.